Geschichten aus meinem Leben. Folge 1, das Carefree Dilemma. Das Foto, was ich vorher gerade geblendet habe, hat mich an was erinnert. Und zwar eine lustige Geschichte, die mir in den 80er Jahren passiert ist. So, in den 80er Jahren war ich in einer sehr glücklichen Beziehung. Und natürlich, wenn man jemanden liebt, dann kennt man den innen und auswendig. In 2 Jahren sowieso, die Gerüche und alles. So, eines Tages fragt mir meine Freundin, ob ich ihr von der Stadt in der Drogerie Slipanlagen von Carefree besorgen kann, weil sie kippt nicht weg von der Arbeit. Sag ich, ja, okay, kein Problem. Ich gehe jetzt oder nein. Ende ist eben gesagt, die Drogerie. Und jetzt habe ich schauen müssen, wo gibt es denn das Slipanlagen? Und dann habe ich es gesehen. Ich denke mir, ach du Scheiße, es gibt da verschiedene Packungen. Und zwar, jede verschiedene Packung hat eine andere Farbe gehabt: Rot, Blau, Grün und Lila. Immer Scheiße, jetzt wollte ich extra noch mal heimlaufen. Also bin ich hingegangen und habe an der ersten Packung gerochen. Weil diese Slipanlagen, die Frauen kennen das wahrscheinlich, haben einen gewissen Geruch und der war mir nicht bekannt. Der erste war es nicht, der zweite Karton. Nein, war es auch nicht. Der dritte, nein, das ist nicht der Geruch. Aber der vierte, die lila Packung, das war's dann. Das sind's. Na scheiße. Da bin ich sicher, dass mir die drei Verkäuferinnen alle drei geschreckt angeschaut haben. Also wahrscheinlich denken die, ich bin der Perverse. Der, wo an Slipanlagen riecht. Dabei wollte ja nur die haben, was meine Freundin braucht hat. Dann bin ich hingegangen. Sag ich, zahlen bitte. Dann sage ich, ich kenne die am Geruch. Da hat gesagt, ja genau. Ja, was die wirklich, zum Glück hat es da noch nicht Facebook gegeben, weil da war der garantiert im Facebook-Land. Weil da ist ein Perverser bei uns in der Drogerie gewesen. Der hat an Slipanlagen gerochen. Aber dabei war es wirklich, ich habe gewusst, wie die gerochen haben. Aber im Endeffekt gekriegt habe ich, was ich wollte. Auch wenn es ein Carefree Dilemma war.